Ja, einen schönen guten Tag bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Lebensart. Und zwar geht es heute darum, wie im Filmtitel wahrscheinlich schon gelesen, dass ihr nach dem letzten Video, wo es um die Einführung in Wasserfiltern und so weiter ging, wie man Wasser trinkbar macht, dass noch Fragen aufkamen, was es denn überhaupt für Wasserfilter gibt und wo die Wasserfilter am besten anzuwenden sind. Daher überlegt, ist jetzt das Video jetzt erstmal dafür da, um euch ein paar Filterarten zu zeigen. Die Filter werden hauptsächlich jetzt von der Firma Katadyn sein, denn ich habe mit der Firma persönlich die besten Erfahrungen gemacht. Und da es ein europäisches Unternehmen ist, möchte ich natürlich das eher unterstützen als Unternehmen aus anderen Kontinenten, sage ich mal so, dass es auch hier in Europa bleibt. Und daher möchte ich euch jetzt ein paar Filter und Filterarten vor allem von Katadyn zeigen. Aber es wird auch eine andere Firma da sein, die doch relativ beliebt jetzt ist, vor allem im YouTube-Bereich überall genutzt wird, und möchte jetzt einfach die Unterschiede euch kurz erklären und wie die Anwendbarkeit ist. Daher viel Spaß jetzt mit dem Video. An Wasserfiltern ist natürlich weltweit, aber auch in Europa ziemlich groß, und man muss natürlich schauen, es gibt viele Modelle, die natürlich sehr preiswert sind, die man auf allen möglichen Internetplattformen findet zum Verkauf und ich muss dazu sagen, bei Wasser würde ich persönlich kein Geld sparen und würde immer auf Qualität achten, und ich bin daher seit mehreren Jahren tatsächlich bei der Firma, die hier zu sehen ist, Katadyn gelandet. Habe verschiedene Filter über die Jahre ausgetestet, gab verschiedene Modelle, Wirkungsweisen und muss immer sagen, ich bin lieber bei dieser Firma geblieben. Ich habe auch von Freunden und so weiter Tests gesehen oder auch Erfahrungsberichte gehört, die halt mit so einfachen Filtern gehandhabt haben, und ich muss euch sagen, lasst die Finger davon, gebt lieber etwas mehr Geld aus für einen Wasserfilter und ihr seid da definitiv auf der besseren Seite, denn jeder, der mal tatsächlich eine Vergiftung oder sonstiges oder sich ein Bakterium durch Wasser eingefangen hat, der wird darauf keine Lust mehr haben. Der wird darauf keine Lust mehr haben, dann irgendwie so einen Billigfilter zu nehmen. Daher meine Bitte und tatsächlich ernst gemeinte Bitte, spart nicht am falschen Ende, vor allem wenn es darum geht, euer Wasser zu desinfizieren, zu filtern, wie auch immer. Wir fangen einfach mal an mit einem recht einfachen, der aber nicht im Endeffekt dazu da ist, um Viren, Bakterien oder sonstiges rauszufiltern. Das muss ich dazu sagen. Und zwar ist das ein Flaschenadapter. Ihr seht das hier. Das kann man aufmachen, das Teil. Und hier macht ihr ein Pulver aus Aktivkohle rein. Was das Ganze aber eben nur macht, ist, wie ich schon sagte, es filtert nicht, sondern es kann Chemikalien tatsächlich bedingt rausfiltern durch dieses Granulat, durch dieses Aktivkohlegranulat. Es kann das Wasser vom Geschmack her besser machen, aber das war es dann im Endeffekt auch schon. Tatsächlich ist das Ganze auch, ihr seht es hier hoffentlich einigermaßen, auf eine gewisse Größe einer Flasche reduziert. Ihr müsst also genau die Flasche dazu haben, dass es passt. Ja, und das ist in meinen Augen auch schon der große Nachteil davon. Es passt nur an eine Flaschenform. Es kann keine richtigen Sachen rausfiltern, die in meinen Augen wichtiger sind als der Geschmack und Chemikalien. Chemikalien sind wichtig, wenn sie im Wasser sind, aber ich persönlich, wenn ich sehe, da ist eine trübe Fläche auf dem Wasser drauf, also ein Film, ein Farbfilm, man sieht es ja recht gut, dann wäre das schon für mich ein Ausschlusskriterium, und daher kann man machen. Es ist recht klein, man kriegt so eine kleine Tüten mit Pulver, was man halt Granulat, was man reinschüttet. Ja, ich möchte den Filter zumindest vorstellen. Man kann ihn dabei haben, einfach falls tatsächlich gar nichts anderes zu trinken da ist und man sich dann die Chemikalien irgendwie mit rausfiltern will. Aber wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Die nächstgrößere Variante, die kennt ihr schon von meinen Wanderungen, ist in meinen Augen auch für Wanderungen, für verschiedene Trips, wo man unterwegs ist und. Die beste Variante ist der Katadyn B-Free. Gibt es in 0,6 Liter Fassungsvolumen oder in 1 Liter Fassungsvolumen. Ich hatte ihn im letzten Video auch schon gezeigt gehabt. Der ist von der Anwendung halt sehr, sehr einfach. Ihr dreht das Filterelement raus, füllt es mit Wasser und das war es im Endeffekt schon zu. Und ihr könnt direkt draus trinken. Einfacher geht es im Endeffekt kaum. Und das Ding
großer Vorteil. Er kann Bakterien rausfiltern, er kann Zysten rausfiltern aus dem Wasser, Sedimente, also verschiedenste Kleinlebewesen. Dafür ist das Ding gut. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so mit das Wichtigste, was wir an Wasser oder in Wasserquellen besser gesagt finden werden und rausfiltern wollen. Daher für mich persönlich, für Wanderungen und so weiter, eine einfache Sache, denn ich kann das Teil wirklich einfach, wird jetzt Luft drin, ich kann das Ding einfach, ihr seht schon, zusammenrollen, schraubt das Filterelement wieder rein, wenn die Luft raus ist, kann es in meine Seitentasche packen, in den Rucksack, in den kleinen Rucksack packen und ich habe es immer griffbereit und ich kann es jederzeit rausholen, wenn ich eine Wasserquelle sehe, mir Wasser filtern, ja, und das ist schon der große Vorteil bei dem Teil. Von der Leistung her kann es halt 2 Liter pro Minute in etwa durchfiltern, je nachdem, wie ihr da den Druck drauf macht. Ihr drückt das ja halt so durch oder drückt es euch im Mund rein, wie auch immer. Ihr könnt es auch in ein Gefäß reinfüllen. Die Leistung, je nach Verschmutzung des Wassers, kann bis zu 1000 Liter Filtermenge betragen, was ihr hiermit filtern könnt. Bis zu. Also wirklich, wird immer 10% mindestens, egal welcher Hersteller, immer abziehen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Der Vorteil, den ich schon erwähnt hatte, ist natürlich auch, nicht nur das, was kompakt ist, sondern auch das Gewicht. Das Ding wiegt ungefähr laut Herstellerangaben 73 Gramm. Ist halt wirklich ultra leicht, das Teil. Und ihr könnt es vor allem selber reinigen ohne Hilfsmittel. Das heißt, ihr schwenkt das im Wasser aus und die Schwebstoffe, die hier sind, sind dann dementsprechend auch zum Teil natürlich raus. Alles wird natürlich nie rausgehen, aber wenn ihr es schwenkt und im Wasser ein bisschen sauber macht, ist der wieder zumindest funktionabler. Der nächste Filter, auch den kennt ihr schon von einem Video von mir, ist der Katadyn Hiker Pro. Das ist ein Pumpfilter, ihr seht es hier schon, der hat hier eine Pumpstange und ihr könnt damit Wasser pumpen. Das heißt, ihr schließt hier einen Schlauch an und dort einen Schlauch an und habt dann die Möglichkeit, das Wasser von einer Seite aus dem Wasser zu eurem Behältnis direkt zu pumpen. Das Filterelement, was hier selbst drin ist, ist auch aus Aktivkohle, aber auch mit Glasfasern versehen. Das heißt, das ist sehr, sehr kleinmaschig. Das filtert wirklich viel, viel raus. Ihr seht es hier, das ist das Filterelement. Hier ist das Ganze zum Reinigen. Wenn es mal reinigt, sollte man auf jeden Fall immer tun. Und das Ganze kann Bakterien, Zysten, Algen, Sporen, alles Mögliche, verschiedene Schwebteile, verschiedenster Art rausfiltern. Und auch hier der Vorteil, was die meisten Filter halt nicht können, aber da hier Aktivkohle drin ist, kann es auch den Geschmack verbessern. Hier habt ihr verschiedene Teile mit drin in diesem Paket, also das ist ein recht umfangreiches Sortiment. Ihr habt hier, wie ihr seht, schon Schlauch drin zum Filtern und verschiedene Anschlüsse, wie ihr auch schon bei dem kleinen Flaschenaufsatzfilter vorhin gesehen habt, dass ihr das Ganze auch an Trinkflaschen zum Beispiel anschließen könnt oder an Trinkrucksäcke und direkt dort reinfiltern könnt. Auch das ist ein großer Vorteil in meinen Augen. Das spart natürlich auch wieder ein bisschen Arbeit und ist daher ein Vorteil, der für den Katadyn Hiker Pro spricht. Vom Anwendungsbereich ist er für mich der Filter, der in jeden Notfallrucksack, Fluchtrucksack oder sonstiges gehört. Denn vom Filtervolumen kann der bis zu 1150 Liter nach Wasserqualität filtern. Und man hat den Vorteil, man muss halt nicht durch, wie zum Beispiel bei dem BeFree hier durchziehen oder durchpressen, sondern hat durch die Handpumpe den großen Vorteil, dass man dabei ist. Er kann ca. 1 Liter pro Minute filtern. Je natürlich nach Geschwindigkeit, wie man pumpt, ganz klar, und nach der Durchflussmenge. Ja, in meinen Augen der Favorit, wenn es im mittleren Preisebenen zumindest ist, wenn man jetzt hier keine Hunderte von Euro ausgeben will, der kostet glaube ich um die 100 Euro, ausgeben möchte, ist er der perfekte Begleiter für euren Notfallrucksack. Aber auch das Staumaß ist mit der Tasche, ihr seht es ja hier schon, auch überschaubar, auch in einem normalen Wanderrucksack für mehrtägige Wanderungen ist ja auch in Ordnung. Ja, der nächste Filter, den habe ich selbst noch nicht getestet, muss ich dazu sagen. Steht aber bei mir auf der Liste von einem der nächsten, die ich selber austesten möchte, aus dem Grund. Einer, auch dort kann ich dazu sagen, der hat ein bisschen mehr Packmaß, aber zumindest muss niemand bei diesem Ding pumpen. Großer Vorteil hier bei diesem Filter, der ist natürlich geeignet für Lagerbau, wenn man in einem Lager mit mehreren Leuten ist, wenn man keine Lust hat zu pumpen, wie bei dem Pumpfilter gerade. Das ist ein Filter, der funktioniert durch Schwerkraft. Ein Schwerkraftfilter, das heißt, ihr seht es hier auf dem Bild und ich werde es mit Sicherheit auch nochmal einblenden. Ihr hängt einen 6 bzw. 10 Liter umfassenden Wassersack an einem Baum als Beispiel und dann wird durch die Schwerkraft das Wasser unten durch den Schlauch durchgezogen. Ja, ist ganz klar, zieht ja immer nach unten, durch ein Filterelement durch und
Ja, ihr stellt ein Gefäß unten hin, eine Flasche unten hin, was auch immer. Und das geht von ganz alleine. Das heißt, ihr müsst nur oben Wasser reinkippen und unten kommt das Wasser wieder raus. Auch hier, das ist im Endeffekt der große Bruder von dem BeFree. Dieser BeFree Gravity nennt er sich von Katadyn. Er kann im Endeffekt Bakterien, Sedimente und auch Zysten rausfiltern. Dafür ist er gut. Also auch für die klassischen Sachen, die wir in Gewässern, die wir vorher sorgfältig auswählen, nutzen, rausfiltern. Wie gesagt, 6 oder 10 Liter und kann bis zu 1000 Liter im Endeffekt filtern mit dem Element. Die Filter kann man natürlich auch immer auswechseln, muss ich dazu sagen. Also wer denkt, dass das alles danach weggeschmissen werden muss, ist natürlich nicht so. Die einzelnen Filterelemente können immer ausgetauscht werden. Der Filter ist, wie bei den anderen, zumindest etwas überlegen. Er kann auch wirklich sehr trübes Wasser filtern. Die anderen sagt man, dass zumindest grobe Schwebstoffe weg sein sollen. Bei dem ist es so, dass ihr auch wirklich trübes Wasser wunderbar durchfiltern könnt. Was hier mit dem, aber auch mit dem Hiker Pro eher gesagt wird, dass man schon relativ klares Wasser nutzen sollte. Leicht trübes Wasser geht auch, aber bei dem hier könnt ihr auch bedenkenlos trübes Wasser filtern. Auch der ist im großen Stil, hier da die kleine Variante, zusammenfaltbar. Das heißt, ihr könnt diesen Wassersack selber wunderbar kompakt zusammendrehen. Das heißt, er wird auch im Rucksack nicht, also zum Beispiel im Fluchtrucksack, nicht zu viel Platz wegnehmen, was ein großer Vorteil ist gegenüber starren Filtern, wie zum Beispiel den hier, zu dem wir gleich kommen. Und daher ist ja auch für mich im Einsatzgebiet für Rucksäcke, für die Krisenvorsorge, für Notfallrucksack und so weiter und so fort wirklich top. Das ist alles, wenn ich halt mehrere Leute, also wenn ich alleine unterwegs bin, ist der natürlich zu überdimensioniert, da greife ich lieber zu sowas. Aber wenn ich halt in einer Fluchtsituation bin, ist der einfach top. Ich denke auch, wenn ich den jetzt nach und nach teste, dass er zumindest eine Chance hat, den Hiker Pro tatsächlich abzulösen in meinen Krisenvorsorgerucksack. Ja, ihr habt schon vielleicht mitbekommen, ich habe bisher nicht einmal Viren aufgezählt, was rausgefiltert wird. Das ist tatsächlich ein, ja, ich sag's mal schon, ein Problem. Viren sind natürlich auch können natürlich auch, sagen wir es mal so, im Wasser sein. Aber die Filter, die hier bis jetzt verbaut waren, die sind von der Engmaschigkeit her nicht so engmaschig, dass sie Viren rausfiltern. Ist natürlich ein Problem. Auch der letzte Filter, den ich jetzt aus diesem Segment hier euch zeigen möchte, Pumpfilter und so weiter, der kann auch keine Viren rausfiltern. Kann ich jetzt dazu schon sagen. Aber erst jetzt der Filter, den ich euch gleich vorstelle, der das meiste Wasser wirklich filtern kann, ohne dass ich das Innenleben, irgendwie den Filter oder sonstiges tauschen muss wie hier, wo wir immer so Papier- und Wegwerffilter drin haben. Das ist der Katadyn Pocket und das ist der leistungsstärkste Filter, den Katadyn auf dem Markt hat. Und der ist halt nicht, wie ich schon erwähnt habe, mit einem Papiersegment oder mit einem Papierfilter drin, sondern der ist aus Keramik. Dieser Keramikfilter kann bis zu 50.000 Liter, je nach Wasserqualität natürlich immer, was man gefiltert hat, filtern und ist damit natürlich um Längen den voraus, um die 1000 Liter, was wir bisher alles hatten und natürlich für die Daueranwendung natürlich super. Auch er kann aber nur Algen, Bakterien, Zysten und was ich alles so aufgezählt habe, bisher rausfiltern. Auch er kann keine Viren filtern und in etwa pro Minute, es ist wie gesagt ein Pumpfilter, 1 Liter pro Minute filtern. Von der Größe ist es halt so, dass ihr ihn auch bequem im Wanderrucksack mitführen könnt. Ich selbst habe ihn noch nicht getestet, muss ich dazu sagen, weil er mir, ja, vom Preis her ist der halt wirklich nicht ganz preiswert, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, kostet glaube ich um die 200 bis 300 Euro, irgendwas im Dreh, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich suche es nochmal raus und werde jetzt hier im Video einblenden. Aber vom Preis her hat der es natürlich in sich. Aber wie gesagt, ihr könnt diesen Keramikfilter immer wieder reinigen und 50.000 Liter ist schon ordentlich. Hier müsst ihr, wie gesagt, irgendwann definitiv die Filterelemente wechseln. Und wahrscheinlich kommt man dann auch, je nach wie oft man natürlich so einen Filter benutzt, natürlich auch auf das Geld, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber da er auch keine Viren rausfiltert, wäre er zumindest jetzt erstmal, ich habe ihn wie gesagt noch nicht getestet, noch nicht erste Wahl für mich. Ja, der Wasserfilter, den ich euch jetzt zeige, ist wohl in YouTube und überall momentan eigentlich der bekannteste Filter, der kursiert. Und zwar ist es der Grail Geopress, nennt sich das ganze Teil. Ja, man kennt es überall. Vorteile, die ich jetzt bei den Tests, die ich bisher gemacht habe, sind natürlich, dass das automatisch auch eine Trinkflasche ist. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, das Wasser hier drin erstmal natürlich zu filtern und ich kann es dann direkt aus der Flasche trinken. Das ist für mich auf jeden Fall der größte Vorteil, den das Teil hat. Zweiter großer Vorteil ist,
im Gegensatz zu den anderen, wo ihr bisher immer nur von Bakterien gehört habt, soll der wohl auch Viren und auch Chemikalien rausfiltern können. So intensiv, muss ich sagen, habe ich ihn noch nicht getestet, da ich natürlich auch nicht den Abstrich von Viren immer nehmen kann, ob Viren im Wasser sind, ist das natürlich auch nicht für mich jetzt erstmal irgendwo zu kontrollieren. Aber wenn der Hersteller das sagt, kann man erstmal davon ausgehen, dass es tatsächlich so ist. Das heißt, ich habe hier das Filterelement hier drin. Ich kann also Wasser hier einfüllen, presse dann das Wasser hier durch und kann es durch den Trinkbereich hier dann direkt trinken. Also für mich auf jeden Fall ein paar große Vorteile, die das Ding hat, auch aufgrund der Viren natürlich. Das Einzige, was ich jetzt erstmal als Nachteil bei dem Ding sehe, ist natürlich die Filtermenge allgemein. Das heißt, nicht wie bei dem oder bei anderen größeren Filtern, dass ich damit eine ganze Gruppe als Beispiel im Wald damit versorgen könnte. Er ist für eine Einzelperson definitiv gut. Der große Nachteil für mich ist hier, wenn ich auf einer normalen kleinen Wanderung bin und nur einen kleinen Rucksack bei habe, ist der natürlich viel zu groß in meinen Augen. Das heißt, ich kann, wenn ich einen halbwegs etwas größeren Wanderrucksack habe, wobei ich persönlich halt nie so einen großen bei habe, dass ich so ein großes Teil mir irgendwie in die Seitentasche packe oder einen Rucksack, kann ich natürlich mitführen, aber er hat halt natürlich schon vom Packmaß her einen großen Unterschied und er macht natürlich nicht ganz dasselbe, er kann Viren und so weiter filtern, anders als der B-Free, aber zumindest vom Packmaß her ist das schon ein Riesenunterschied, den ich zumindest für kleine Wanderungen mir persönlich sparen würde. Also der wäre mir persönlich zu groß für kleine Wanderungen, da ist mir der als Notfallfilter persönlich lieber. Aber ansonsten ist der natürlich echt praktisch und vom Preis her wirklich in Ordnung. Er kostet, glaube ich, auch um die 100 Euro und das passt auf jeden Fall. Also ich muss sagen, für mehrere Tage, so für 2-3 Tagestouren, wenn man Wochenende unterwegs ist, ist der wahrscheinlich, wenn ich einen größeren Rucksack bei habe, wirklich sehr, sehr gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und daher, ja, ist er auf jeden Fall in dem Fall, was er rausfiltert und was er kann, bisher natürlich der Beste. Muss man natürlich dazu sagen, für sein Anwendungsgebiet jeweils. Man muss natürlich jeden Filter einzeln für das Anwendungsgebiet betrachten. Jetzt kommen wir weg vom eigentlichen Filtern im klassischen Sinne, sondern kommen jetzt mal rüber zu zwei Filtern, die auf UV-Ebene filtern. Das heißt, UV kann Bakterien, Viren und sonstiges raustöten. Also sämtliche Organismen, die im Wasser sind, können diese UV-Filter raustöten. Diese beiden Filter unterscheiden sich im Endeffekt nur von der Leistungsstärke. Das heißt, der eine ist ein aufladbarer, das heißt, ihr braucht immer Batterien bzw. Akkus dafür, muss man natürlich sagen. Hier habt ihr einen aufladbaren Wasserentkeimer und hier den normalen. Und das ist natürlich der Nachteil, ihr seid immer auf Batterien angewiesen. Das heißt, so viel wie ihr zum Beispiel jetzt mit einem anderen hier durchfiltern könnt, 1000 Liter werdet ihr hiermit halt nicht hinbekommen. Das ist natürlich der Fall. Der Ultralight hier zum Beispiel kann mit USB zum Beispiel geladen werden. Das heißt, ihr könntet ihr den auch mit einer Powerbank laden, die ihr draußen bei habt, oder mit einem anderen, andere Möglichkeit, Strom zu erzeugen. Und das ist mit dem Aqua hier zum Beispiel nicht möglich. Hier braucht ihr immer 4 Batterien für das Teil, 4 AA in dem Fall. Und dann müssen die, wenn die leer sind, natürlich wieder getauscht werden. Also auch natürlich daher der preisliche Unterschied. Die sind natürlich richtig kompakt, muss man dazu sagen. Großer Vorteil. Und innerhalb von kürzester Zeit könnt ihr damit Wasser entkeimen. Echt gute Sache. Ist relativ unbekannt eigentlich, diese UV-Filter, was ich schade finde. Ich finde die persönlich sehr gut. Ihr seht es nochmal im Innenbereich von der Verpackung. Ist definitiv eine gute Sache. Ihr seid aber halt, wie gesagt, immer auf Batterien oder auf Strom im klassischen Sinne zum Nachladen dann irgendwo angewiesen, was denn der große Nachteil natürlich ist. Für große Krisenvorsorgesachen halte ich ihn also wirklich nicht geeignet. Ich halte ihn als Notfallfilter für Wanderungen, aber auch für Reisen geeignet. Ihr könnt ungefähr mit einer Akkuladung um die 20 Liter filtern, beziehungsweise filtern hört sich jetzt blöd an, sondern entkeimen, also 20 Liter Wasser entkeimen. Die Behandlungsdauer ist unterschiedlich zwischen dem etwas teuren und dem preiswerteren. Man sagt die Behandlungsdauer ungefähr 48 bis 90 Sekunden pro Liter. Das ist unterschiedlich zwischen diesen beiden Filtern. Der etwas teurere ca. 48 Sekunden, also lieber ein bisschen mehr einrechnen. Und der einfache bis 90 Sekunden. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, einfach 90 Sekunden abzuwarten, einen Liter, und dann ist das gefiltert. Vorteil, ihr müsst nicht pumpen oder sonstiges, aber wie gesagt,
vom Behandlungsvolumen selbst und von den Anwendungen her ist der eher für Reisen oder halt als Notfall für Wanderungen gedacht, eben nicht unbedingt für das Krisenvorsorgegepäck, muss ich auch dazu sagen. Ja, die weitere Alternative, Wasser trinkbar zu machen, ich hatte es schon im Video erwähnt, sind im Endeffekt Wasserdesinfektionstabletten. Die habt ihr hier auf so ein 25er Blister und ihr könnt damit 1 Liter filtern. Ihr habt hier gesagt 25 Tabletten pro eine dieser Blisterpackungen. In der Packung sind entweder 50 oder 100 drin, je nachdem, was ihr für eine holt. Das Ganze ist auf Chlorebene, also es ist chemisch, muss man dazu sagen. Aber durch diese Chemie kann es eben auch Bakterien, Viren oder sonstiges töten. Ihr nehmt eine dieser Tabletten, macht die in 1 Liter Wasser. Hier ist jetzt bloß ein Beispielgefäß. 10 Minuten in etwa dauert das Ganze, bis die Tablette sich auflöst. Dann schüttelt ihr das Ganze einmal, ganz klar, und lasst es dann nochmal 20 Minuten wirken. Danach könnt ihr das Ganze trinken. Ich sage schon dazu, es wird Chlorgeschmack bedingt haben. Also das bekommt man nicht weg. Und was das natürlich nicht kann, wie bei den Filtern, es wird eben keine Schwebstoffe in irgendeiner Weise weggehen. Das geht natürlich nicht. Das löst halt wirklich nur die Organismen drin auf, die kleinen Organismen wie Bakterien, Viren, ja, und sonstige kleine Sachen, was halt das Ganze abtötet. Mehr ist es nicht. Es filtert halt nicht, es desinfiziert. Mehr macht es nicht. Großer Vorteil ist natürlich hier, eine so eine Packung sind halt 100 Liter, sind 100 Tabletten drin, ganz klar. 100 Liter könnt ihr so auf einfache Art und Weise, ja, desinfizieren. Aber ihr müsst natürlich die Schwebstoffe oder sonstiges natürlich erstmal vorab rausfiltern. Entweder ja über einen Naturfilter oder sonstiges oder habt halt wirklich klares Wasser gefunden. Ich empfehle es auf jeden Fall dafür zu haben, fürs Krisenvorsorgegepäck. Es konserviert Wasser halt auch bis zu 6 Monate. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Und es kann nicht schaden, weil es einfach ultra leicht natürlich ist, im Krisenvorsorgegepäck dabei zu haben. Die andere Art, die es davon gibt, ist einfach nur zum Konservieren von Trinkwasser. Das heißt, wenn ihr beispielsweise für die Krisenvorsorge Wasser eingelagert habt in Kanistern, was sich immer anbietet, wenn es kein frisches Wasser mehr aus der Leitung gibt, dann habt ihr hier noch dieses MicroPur Classic. Das könnt ihr dann auch dementsprechend zum Konservieren ins Wasser reinmachen. Und das Wasser ist dann länger haltbar, sage ich einfach mal, um es einfach auszudrücken. Ähnlich ist es mit diesem. Das ist das Ganze in flüssig. Ja, das war es im Endeffekt auch schon zu diesen ganzen Filterarten, die es gibt. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einfach mal einen Überblick darüber geben, was es so für verschiedene Filterarten gibt. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber der Aufbau und die ganze Art und Weise, wie es funktioniert, ist aber meistens so wie hier bei den Filtern, die ich euch jetzt gezeigt habe. Das Ganze gibt es in 1000 Firmen und 1000 Arten. Was ich jetzt aber zum Stand Juli 2022 sagen kann, ist, dass es immer schwieriger wird, beziehungsweise in den letzten Monaten schwierig geworden ist, überhaupt Filter zu bekommen. Also der Handel ist momentan in diesem Bereich relativ ausgelastet. Das heißt, der Großhandel kann gar nicht so viel organisieren, beziehungsweise die Produktion so viel nachproduzieren, dass es aufgrund der Situation, in der wir leben, gar nicht möglich ist, immer diese Filter zu bekommen. Daher guckt bei mir natürlich im Shop, aber auch, wenn ich es nicht mehr habe, in anderen Shops, dass ihr sowas ranbekommt. Wasser ist, und das habe ich ja schon mehrmals gesagt, der Garant des Lebens. 3 Tage ohne Wasser, bei der Hitze, die wir jetzt die letzten Tage hatten, wird es schneller als 3 Tage gehen, ohne dass ihr Wasser zunehmt, dass ihr einfach sterbt, ganz klar. Und dementsprechend schaut auf jeden Fall, dass ihr euch eine Möglichkeit mindestens organisiert, Wasser zu filtern. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten wird das Thema Wasser bei dem nächsten Video, was zum Thema Wasser kommt, etwas umfangreicher werden, wenn es darum geht, wie ihr auch ohne Filter Wasser trinkbar macht. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch dann auf jeden Fall, Video teilen. Bis zum nächsten Mal, euer Sebastian.